Hallo und willkommen zu einem unerwarteten Video, und zwar LS19 Grimme DLC Video. Jo, und zwar kam überraschend am 26.01.2021 ein weiteres LS19 DLC, vermutlich das letzte. Ich glaube, das habe ich schon beim letzten und beim vorletzten DLC gesagt. Jetzt vermute ich aber, es ist wirklich das letzte. Kurze Background-Story: Dieses DLC ist zwar von Giant Software, aber nicht direkt, sondern es ist eigentlich von FSI-Modding oder FSIM-Modding. Sorry, FSI-Modding. Und zwar sind es die Gewinner vom Mod-Contest, die jetzt hier dieses DLC noch machen durften. Und das für 5 Euro oder für 4,99 im Giants Mod-Hub ist. Wir haben 13 Fahrzeuge. 13 oder 14 Fahrzeuge, alle von Grimme, bis auf eins, nämlich das hier, ist von Lizard. Aber egal. Machen wir wie immer erstmal Shop, dann Real Life und dann habe ich noch einen kleinen Test vorbereitet. Geh mal hier hin und dann ist hier bestimmt irgendwo Grimme. Grimme. Jens, Joskin, Grimme. Fangen wir an, Freund Linus. Und zwar haben wir erstmal einen Striegel, und zwar den Grimme GH2 mit 1,5 Metern Arbeitsbreite. Und der hat als Auswahl hinten noch solche Walzen für die Hügel bei der Kartoffelernte für die Dämme. Ja, Striegel. Dann haben wir den GH4, ebenfalls Striegel, mit 2,5 Meter, ebenfalls mit diesen Rollen. Und dann den GH8, 6 Meter, aber ohne Rollen. Dafür hat er diese Schare noch zusätzlich. Drei neue Striegel, nice. Dann haben wir die Grimme GL32E. Eine zweireihige Kartoffellegemaschine. Not bad auf jeden Fall. Für kleine Höfe. Dann die GL32F. Das ist ebenfalls eine Kartoffellegemaschine. Die hat dann hier noch dieses Standard und nochmal dieses Lege-Dings da, und zusätzlich kann die ebenfalls noch düngen. Die kann nur Saatgut oder Kartoffeln, die kann noch zusätzlich düngen. Ihr könnt da ganz normal Saatgut reinpacken oder mit bereits geernteten Kartoffeln nachfüllen. Nun kommen wir zu drei neuen Sachen, und zwar sind es die WH von Grimme, einmal der 200 Echo. Dieses Teil nimmt die Kartoffeln raus und legt eine Kartoffelschwart, zeige ich euch aber später. Dann haben wir den WH200S, der hat halt diese Schwartablage für links oder rechts. Und dann haben wir den WR200CDW, Call of Duty Warfare, nee, Spaß. Der, weiß ich nicht warum, der nochmal teurer ist. Kann sein, dass der Schwartablage in beide Richtungen hat, I don't know. Den werden wir ja auch nicht testen. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Der sieht jetzt so aus, als wäre der nur ganz normal. Gut, der kann 15. Okay, gut, der kann 15 km/h fahren. Die anderen alle nur 8. Also wissen wir schon den Grund. Dann haben wir einen Grimme SE 85-55. Und zwar ist es kein Kartoffelroder, sondern der sammelt die Kartoffelschwaden auf mit diesem Besen hier. Zeige ich euch aber. Mit oder ohne Überdachung. Dann haben wir den Grimme GBF, das ist eine Abfüllstation für Kartoffeln in Kisten, zeige ich euch aber auch, kann nur mit Palettengabel transportiert werden, erstmal das Spiel raus tappen, ich bin der King. Dann haben wir ein neues geiles Teil, und zwar ist es der Grimme PS 501, ein neues Förderbandteil, passt auf jeden Fall an die anderen und ihr seht schon, aber das zeige ich euch auch gleich. Grimme Multitrailer 190, ganz normal Anhänger, passt alles rein mit diesem Band da drin, speziell für Kartoffeln. Abdeckung, weiß, rot und Reifenvariante. Und dann haben wir noch mal den Grimme Multitrailer 350, das ist einfach derselbe nochmal in groß. Und dieselben Tuning-Möglichkeiten. Und zum guter Letzt müssen wir jetzt nochmal hier hin, Förderband und dann da. Lizard Förderband, einfach nochmal so ein Anfangsteil, wo man mit dem Kipper oder mit der Schaufel reinladen kann. Bäm, gelb oder schwarz, könnt ihr selbst entscheiden.
Das waren alle. Wir schauen uns jetzt die ganzen Dinger im Detail an. Ich meine, sie sind jetzt nicht so brachial, aber schauen wir trotzdem an. Einmal hier der kleine Striegel, chillig, 3 Punkt, easy. Dann der etwas größere und der klappbare. Gibt jetzt nicht viel zu sagen, sind halt Striegel. Die Legemaschine sieht geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich vermisse eine Zapfwelle. Tatsächlich. Vielleicht geht die auch nur über Strom. Weiß man nicht. Generell vermisse ich hier überall Zapfwellen. Gut, bei Striegel brauchen wir es nicht. Hier vermisse ich sie auch. Hier haben wir sie, aber da muss ich später nochmal was zeigen. Oder beziehungsweise ich kann es euch auch jetzt hier zeigen. Ne, ich zeige es euch später. Ja, das sind die zwei Legemaschinen. Gibt es auch nichts Besonderes zu sagen. Die Sparda-Bladen, die schauen wir uns später nochmal im Action an. Einmal hier mit seitlicher und einmal hier der große. Und dann haben wir hier noch die Sammelmaschine. Hier mit diesen Besen. Die sehen cool aus, finde ich, die Besen. Passt soweit. Dann haben wir hier dieses Förderbandteil. Schauen wir uns oben auch später noch genauer an. Hier könnt ihr mit der Palettengabel reinfahren von der anderen Seite. Und dann transportieren, so ähnlich wie diese Horsch-Saatgut-Tender. Und hier ist das Lisser-Teil. Müsst ihr auch mit dem Frontlader transportieren. Hat keine Vorrichtung. Aber ihr könnt chillig hier unten reinfahren. Und es. Ich empfehle es, stellt es auf diesen Anhänger vom Dings. Das zeige ich euch aber auch gleich noch. Vom Alpen-DLC, wenn ihr das habt, oder Tieflader oder diesen Strautmann, den kleinen, stellt es da drauf und dass es nicht runterfällt mit Bordwände, weil auf der Gabel transportieren könnt ihr das nicht. Und dann haben wir auch dieses neue Förderband und zwar könnt ihr da auch einsteigen und diesmal auch wirklich einsteigen. Ihr könnt es anmachen, ihr habt dann diesen Sound. Gut, ihr hört den jetzt nicht, weil der ein bisschen leise ist, aber gut. Ist jetzt so, hört sich so ähnlich an wie der Regi-Truck. Also gar kein Sound eigentlich. Wir haben hier die Rundumleuchten, die zwei ganz entspannt Lichter. Und hier drin auch easy die Dinger. Und dann könnt ihr das Ding anschalten. Und dann fahrt ihr da in den Haufen rein. Und müsst nicht mehr dieses Lizard-Anfangsteil nehmen. Und das ist halt schon ein geiles Teil. Kann man da hinten auch noch ausfahren. Passt auch an die ganzen anderen Grimme-Dinger rein. Das ist, finde ich, ein Highlight aus diesem DLC. Real Talk. Gehen wir noch ganz kurz rüber zu den zwei Anhängern. Da gibt es nicht viel zu sehen. Den werden wir uns auch nochmal in Action dann gleich angucken, eventuell, wenn es hinhaut. Ja, ganz normal Anhänger. Von innen ist nichts Besonderes. Da hinten diese Ablage. Von innen halt ganz entspannt. Und hier nochmal mit Abdeckung in Weiß. Ja. Ganz entspannt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Da habe ich was vorbereitet. Ihr seht hier schon das hier, das hier, das hier. Genau, den Anhänger habe ich jetzt benutzt, um das da hochzufahren. Hält Bombe auf dem Anhänger. Ich würde es nicht auf der Gabel fahren. Das hier könnt ihr theoretisch auf der Gabel fahren. Aber stellt es auf den Anhänger. Das ist chilliger. So, jetzt einmal dann müssen wir einmal ganz cool jetzt hier rein. Jetzt schauen wir uns als erstes die Schwaderablage an. Ich habe den Helfer schon mal vorarbeiten lassen, damit wir hier gleich ein bisschen sammeln können. Aber die schauen wir jetzt auch an. Hängt hier an dem Case. Schmeißen wir an, absenken, anmachen. Dann bewegt das Förderband. An sich nichts. Jetzt kommen wir das zu dem, was ich euch noch zeigen wollte. Die Zapfwelle läuft zwar, aber die ist nicht mit dem Schlepper verbunden. Das ist so. Ja, da fehlt es mir ein bisschen an Liebe zum Detail, an Genauigkeit, an allem. Aber ansonsten von der Funktion funktioniert, sieht auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Gut, wir haben jetzt keine Rausreiß- oder Rausnehm-Animation, aber gut. Kann man drüber hinwegsehen, fällt hier raus und liegt dann am Boden. Ist geil, ist was Neues, macht die Kartoffelernte jetzt nicht um Welten besser, aber. Erweitert sie auf jeden Fall um irgendwas, was wir halt noch nicht haben. Ich meine, bis jetzt haben wir den Zweireiher und den Vollernter. Jetzt haben wir halt nochmal diese Möglichkeit mit der Kartoffelschwart. Das finde ich cool. Für 5 Euro auch okay. Wobei für 5 Euro soll es sowas mit der Zapfwelle nicht passieren. Jetzt schauen wir uns noch schnell den hier an. Das sammeln wir jetzt einfach mal. Wir klappen das Ganze aus. Dann geht hier das runter. Der Schell stellt sich hier wieder schräg. Ihr wisst Bescheid. Kennen wir ja vom Ander. Machen wir die Besen an und fahren los. Dann fährt man hier ganz normal über die Schwart. Diese Besen kehren das dann unterhalb rein. Auf das Förderband. Und dann
kann man hier ganz entspannt fahren und es geht ganz normal wie bei den anderen Rodern auch in den Bunga. Ihr spart euch spart euch jetzt so gesehen, wenn ihr es mit dem Zweireiher-Vollender macht, spart ihr euch das Krautschlagen mit der Variante. Aber ob es jetzt mit dem Vollender, ob es jetzt mit dem Zweireiher oder mit der Variante hier mit der Schwad macht, ist scheißegal, weil ihr müsst bei beiden zweimal übers Feld fahren. Mit dem Vollender halt nur einmal, aber ist ja egal. Wir fahren jetzt einfach mal. Ja, komm, wir machen einen Tank voll. Die gehen ja relativ schnell voll. Und dann zeige ich euch noch. Ja, den Kipper brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Oder? Zeige ich euch den Kipper? Doch. Wir versuchen es mal am Kipper. Wir machen den jetzt gar voll hier. Und ja, was gibt es so zu dem DLC noch irgendwas zu sagen gibt? Eigentlich nicht. Wir können aber schon mal zum Fazit übergehen, während ich das jetzt hier noch voll mache. Ich würde euch jetzt mal die Kaufempfehlung so sagen, dass oder so machen, dass ich will jetzt nicht sagen, yo, kauft euch das unbedingt. Das ist spielverändernd. Nein. Es ist eine neue Möglichkeit, Kartoffeln zu ernten. Wer Kartoffelfan ist oder Grimme-Fan oder beides, für den ist es auf jeden Fall was. Es sind alles Original-Grimme-Maschinen und die Kartoffelernte wird nicht revolutioniert, aber zumindest gibt es eine neue Variante dafür. Zwischen dem eben den Zweireiher und dem Vollernter gibt es halt jetzt auch noch die Schwad. Und wer Fan davon ist, Kartoffeln abzupacken, hat halt jetzt auch noch die Variante mit dem Teil hier. Aber das zeige ich euch ja gleich noch. Das Ganze dauert, finde ich, jetzt nicht viel länger, als wenn ihr das mit dem Zweireiher macht und ist halt trotzdem irgendwie cool zu machen. Stört jetzt in meinem Auge nicht. Finde ich cool. 5 Euro ist okay für die Menge vor allem an Maschinen. Aber es ist halt trotzdem. Zum Beispiel hier, da haben wir jetzt keine Zapfwelle dran. Es ist nicht so hochgradig detailliert wie jetzt zum Beispiel das na, das Alpen- oder Glas-Add-on. Es ist halt nicht ganz so krass, aber dafür kostet auch nur 5 Euro. Jetzt tanken wir hier mal kurz ab. Ihr seht, es ist gerade so hochgefahren. Jetzt zack, hier rein. Und mal gucken, was jetzt passiert. Wir gehen hier unter dem Gummi hier durch und im schwarzen. Keine Ahnung, ob das da durchgeht, backt oder unten durchgeht. Das sehe ich jetzt nicht so ganz. Das tanken wir jetzt einfach mal eine Runde ab. Und dann fahren wir jetzt mit dem hier dahin. Jetzt zeige ich euch erstmal das. Wir müssen jetzt hier. Gut, wir sehen jetzt hier nichts. Wir müssen das ausklappen. Das klappt jetzt gerade aus. Ich weiß nicht, ob es fertig ist. Ist fertig? Ja, ist fertig. Jetzt sind hier die Stützen so ausgeklappt. Und hier sind so diese Flügel ausgeklappt. Und da kommt jetzt links und rechts eine. Entweder eine. Warte mal, ganz kurz gucken. Ne, okay. Eine Palette raus. Oder was vielleicht auch geht, ich habe es nicht ausprobiert. Wir werden es auch nicht ausprobieren, ob man hier links und rechts ein Förderband rausstellen kann. Und dann sozusagen auf zwei LKWs gleichzeitig überladen kann. Revolutionär, aber ob es geht, weiß ich nicht. Wir kippen jetzt gleich mal das ganze Zeug hier rein. Hier in das Gelbe hier kann man übrigens nicht einsteigen. Und dann schauen wir mal, ob das klappt. Ich habe es jetzt mal angemacht. Hoffe ich, ist an. I don't know. Wird schon funktionieren. Fahren wir mal hin und kippen mal die Sachlage rein. Ich weiß nicht, ob wir beide Paletten herkriegen oder nicht. Es sind halt nur 6800 Liter. Schönes DLC, wie gesagt, Bewertung. 8 von 10 oder so, oder vielleicht sogar nur 7 von 10, weil es halt von der Detailliertigkeit nicht so gut ist. Aber ich meine, besser haben statt brauchen, ist das eine. Und ich habe jetzt gerade Bedenken, dass wir da reinkippen können. Oh, Freunde. Okay, gut. Gut, dass ich werde das jetzt hier testen und gut, dass ich einen Radlader da habe. Das heißt, wir kippen jetzt einfach hier aus. Einmal hier gucken. Dings geht auf, läuft hier einfach übers Förderband raus. Sieht innen drin als auch not bad aus. Dann probieren wir es jetzt einfach mit dem Radlader. Dann haben wir jetzt den Anhänger halt auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Anhänger generell nicht funktioniert.
oder ob es jetzt einfach nur ein eigener Fehler war, das weiß ich leider nicht. Aber das könnt ihr dann im eigenen Spiel oder wir in, oder ich oder keine Ahnung, in einem eigenen Spiel einfach nochmal austesten. Jetzt versuchen wir unser Glück einfach nochmal mit dem Radlader. Und schau mal, ob es so klappt mit dem Radlader. Ja, und mit dem Radlader klappt es. Es geht hier in die Kiste rein, ins Förderband, von der Schaufel ins Förderband und dann hier in diese Kiste. Das Ding blinkt dann sogar richtig cool. Und das Krasse ist, dass wir nicht nur links und rechts, also wir können links und rechts eine Kiste, das ist schon mal krass. Und die Kisten sehen auch neu aus. Die können wir hier easy wegnehmen. Mit allen möglichen Gabeln. Also allen möglichen Gabelfahrzeugen. Frontlader, Kompaktlader, Radlader, scheißegal. Und verkaufen fahren. Ist geil, gefällt mir. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, die Kartoffeln so abzupacken. Aber ich meine, wenn du dir Saatgut sparen willst, kannst du das so abpacken, lagern und für die nächste Ernte nehmen. Easy gelöst. Das war jetzt wahrscheinlich das letzte DLC. Ich hoffe, der LS21 behält diese Teile hier in TUS, nicht so wie beim Youngtimer DLC damals im LS17. Da war ja dann nur noch der Case und ne, nur noch der Case da. Und sonst nichts mehr. MF, JCB, Teleskoplader, auch der 150er Fasttrak, alles weg, nur noch der Case war da. Ich hoffe, dass es bei dem Grimme-Zeug nicht so ist. Ich hoffe, dass das alles bleibt. Und weil es cool ist. Kaufempfehlung habe ich, wie gesagt, für Grimme- und Kartoffelfans raus, beziehungsweise für die Leute, die alle DLCs eh haben wollen, die können sich's auch easy holen. Für alle, die eh keine Kartoffeln machen oder auf Grimme scheißen, für die würde ich es jetzt einfach mal nicht als Kaufempfehlung raushauen. Aber generell oder für Standardspieler muss es jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber für die, die Kartoffeln, wie gesagt, oder Grimme lieben, die können sich es für 5 Euro kaufen. Link ist in der Beschreibung. Ich bekomme kein Geld dafür. Weil ich weiß nicht, ob wir uns im LS19 nochmal zu einer DLC-Vorstellung sehen. Aber wenn nicht, sehen wir uns Everyday 16:15 Uhr. Bis dahin, ciao.